Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Fishing Planet. Die Hitze ist vorbei. Ich kann endlich wieder in meinem Zimmer sitzen, unterm Dach. Das war hier nicht auszuhalten bei den 40 Grad, ich sage es euch. Aber pünktlich zum kühleren Wetter habe ich hier Zugang bekommen zu diesem Spiel, das sich noch in der Closed Beta befindet. Das heißt, ihr könnt es leider noch nicht zocken, aber es ist bei Steam bereits durch die Greenlit-Phase und geht in die Open Beta. Angepeilt ist Ende des Monats. Also geduldet euch noch ein bisschen, dann könnt ihr es auch zocken. Und ich hatte das Glück und habe schon ein Key bekommen für die Closed Beta bzw. einen Account. Und deshalb kann ich es euch schon mal zeigen. Das geht auch mit den Entwicklern soweit klar. Das hat uns extra eine E-Mail nochmal geschrieben, dass ich euch hier vorher schon etwas davon zeigen kann. Und ehrlich gesagt habe ich selber noch nicht viel von dem Spiel selbst gespielt. Ich habe ein paar Streams gesehen, aber das war es dann auch. Und jetzt werde ich versuchen, mich hier selber durchzuwursteln mit euch zusammen. Und dann gucken wir mal, wie das hier wird. Hier oben sehen wir meine Kohle. Da sind Goldcoins und da ist Dollar. $400 haben wir im Moment und nur eine Map aktiv, die anderen sind noch nicht freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, doch, da steht die Voraussetzung Level 11, 5, 11, 17. Also da haben wir noch ein bisschen vor uns. Wir sehen hier oben unser Level, Level 3 sind wir aktuell. Ich habe das Tutorial gerade abgeschlossen und das war's eigentlich bis jetzt. Mehr habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht und bis jetzt können wir nur in Missouri angeln. Hier sehen wir die Fische, die es hier zu fangen gibt. Bass. Also hier den Schwarzbarsch. Hier ein Catfish, Wels, ein Crappie, Panfish und Pike. Das grüne Neben heißt, dass ich die Lizenzen dafür bereits gekauft habe. Die muss man hier in dem Shop sich zusammenkaufen. Hier gibt es für alle möglichen Maps die Lizenzen. Bis jetzt gibt es nur US-Maps. Ob noch weitere kommen, weiß man nicht. Ich glaube, die arbeiten gerade an Alaska oder sagten, Alaska soll dazukommen. Ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall befindet sich das Spiel auch in der Entwicklung. Es wird Free-to-Play sein und auch Free-to-Win. Also ihr müsst nichts kaufen. Es soll möglich sein, sich auch so dadurch zu kämpfen. Für jeden gefangenen Fisch kriegt ihr hier Geld und könnt euch dann hier entsprechend neue Angeln, Rollen, Equipment und was weiß ich nicht alles holen. Ich habe mir gerade so ein Ding hier geholt. Stringer Short. Das ist dazu da, dass ich die Fische behalten kann und nicht wieder ins Wasser werfen muss. Als nächstes möchte ich mir das gerne holen, denn hier kann ich 15,5 Kilo reinpacken und hier nur 3 Kilo insgesamt. Und so kann ich die Fische behalten und verkaufen und dann endlich weiteres Cash bekommen. Und da haben wir auch schon mal Connection with Server Lost, deshalb starten wir mal schnell das Spiel neu und machen hier einen Cut. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück im Spiel. Ich musste ein paar Mal neu starten, weil ich immer Connection Lost hatte beim Einloggen. Aber wie gesagt, das Spiel ist noch in der Closed Beta, also müssen wir damit wohl leben. Ich hoffe, das passiert nicht allzu oft. Müssen wir mal abwarten. Wir waren im Shop, denn ich hatte schon ein bisschen Cash und an dem einzigen See hier, wo wir hin können, gibt es natürlich Barsche und Panfish, die wir fangen können mit einer Stipproute. Die haben wir nämlich schon von Anfang an. Aber für die Barsche brauchen wir natürlich eine Spinnroute und die haben wir noch nicht. Und für die Hechte natürlich auch. Und da wir die noch nicht haben, habe ich mir gedacht, kaufen wir die natürlich mal direkt am Start hier, damit wir die benutzen können. Jetzt weiß ich gar nicht, die ist wahrscheinlich 1,90 Meter und die ist wahrscheinlich 2,30 Meter. Power ist bei beiden light. Okay, die hat eine Fast Action, die kleine hier. Und die hat etwas höheres Wurfgewicht, die längere. Auch wenn das hier natürlich bestimmt viel hat mit den Kilogramm, so ein 20 Kilo Köder, den wollen wir natürlich nicht werfen. Aber ich denke mal, wir nehmen dann
doch die 1,90er. Ich angle auch in echt lieber mit kürzeren Routen anstatt mit längeren. Keine Ahnung warum. Finde ich einfach nicht besser in der Hand. Also kaufen wir die mal hier direkt. Und brauchen natürlich dann noch die Rolle dazu. Das heißt, wir nehmen natürlich die 800er, denke ich, weil die kleiner ist und besser zu der 1,90er Route passt. Auch wenn sich da nicht viel tut, außer an dem Gewicht und an der Kapazität natürlich. Passen 40 Meter mehr drauf. Aber ich werde einfach mal die kleinere kaufen. Und eigentlich nehme ich zum Spinnfischen lieber geflochtene Schnur, weil der Kontakt da besser ist. Aber sollen wir die hier auch nehmen? Was haben wir denn jetzt hier für die Rolle? 0,12 war 80 Meter. Dann gucken wir mal. Das ist eine 0,12er. 150 Meter sind dann, aber ist ja egal. Dann wird er wahrscheinlich einfach 80 Meter da drauf packen. Und die müssen wir bezahlen mit Goldcoins. Wie wir die kriegen, weiß ich noch nicht genau. Ich glaube durch Achievements oder was weiß ich. Habe ich heute noch im Wiki gelesen, wie das geht, aber schon wieder vergessen. Aber ich werde einfach mal kaufen, die geflochtene hier. Und hoffen, dass ich damit Erfolg haben will. Ich würde natürlich auch gerne so eine Fluorcarbon-Vorfach hier nehmen. Aber ob ich... Ja, wahrscheinlich kann ich das nämlich nicht als Vorfach benutzen. Das ist natürlich das Problem. Auch wenn man hier schon echt viel einstellen kann. Aber ob man hier sowas dann einstellen kann, weiß ich nicht. Aber ist auch egal. Denn wir nehmen natürlich erstmal noch ein paar Lures hier. Ein paar Köder. Ich würde hier mit Crankbaits angeln. Oder Popper wäre natürlich richtig geil. Aber Popper gibt es noch keinen, sehe ich gerade. Schade. Swimbait, Jerkbait gibt es, alles klar. Aber das wäre wahrscheinlich eher was für Hechte. Wir versuchen es mal mit dem Bustjig. Und nehmen da mal... Oh, die kann man wieder mit Goldcoins kaufen. 4 Gramm. Wir nehmen mal die hier, glaube ich. 7 Gramm. Einer Haken. Ja, ich denke mal, mit denen versuchen wir es. 5 Stück sollte man davon jetzt haben. Dann gucken wir mal, wo können wir uns hier ausrüsten. Geht das nur am Wasser? Oder muss ich das vorher schon auswählen? Inventory, da haben wir es. Route Nummer 2. Ist das hier meine Casting, meine Spinnroute? Ich hoffe. Wir ziehen mal hier die Spinnrolle drauf. Packen. Oh, wir haben sogar noch Monoschnur. Aber wir nehmen die geflochtene. Und packen den Bustjig da dran. So, jetzt haben wir die. Rolle 1 ist unsere Stipproute. Ich weiß gar nicht, kann man hier irgendwo die Werte der Route selbst sehen? Jetzt Hakengröße. Keine Ahnung, anscheinend nicht. Soll uns auch für den Moment egal sein, denn wir wollen jetzt natürlich erstmal ans Wasser. Genug gelabert hier. Oh, muss ich hier für mehrere Tage die Reise buchen oder was? Ist immer wolkig. Ich buche die mal für 2 Tage, das heißt 70 Dollar müssen wir reinholen. Und dann reisen wir doch mal hier direkt ans Wasser und gucken, wie die Lage da ist. Ich denke mal, wir müssen erstmal mit der Stipproute da ein bisschen ran an die Bude. Denn wenn wir so einen Barsch fangen, wir können nur 3 Kilo da bunkern, dann haben wir natürlich schon ein erstes Problem. So, und jetzt haben wir hier 2 Möglichkeiten zum Angeln. Bei der ersten, müssen wir hier mal so durchlesen, was dann da so steht, was man da fangen kann. Hier Largemouth Bass, also Barsche, Redfin, Pickerel, kleine Hechtart, glaube ich. Und der deutsche Flussbarsch ist auch am Start. Und ein Catfish, sogar ein Trophy Catfish, denn es gibt hier verschiedene Größen. Ich glaube, die fangen bei Young, dann Normal Size, Trophy und Unique an.
Und ja, die gibt's da und hier. Trophy Pumpkin Seed, Juicy Pike. Und sonst sehe ich hier auf die Schnelle nichts. Ah, warte. Large Mouse Bass. Pick Red and White Crappy. Also, wir gehen erstmal nach hier unten hin, würde ich sagen. Hier sehen wir die Welle der Fischaktivität. Hier sehen wir kurz, ich denke mal so, hier ist 12, 3, also 1, 2 Uhr oder zwischen 12 und 3, sagen wir mal, ist die Beißzeit am besten. Aber wir fangen natürlich morgens an, auch wenn es da noch nicht so gut ist. An Tag 4 wäre es morgens und abends besser, denn da ist Sonne und Hitze, da sind sie mittags nicht so aktiv, weil bewölkt sind sie aktiv. Hier zur Mittagszeit bzw. Nachmittag, aber wir starten einfach mal, denn wir können auch im Spiel selbst ein bisschen vorspulen. Und jetzt sehen wir es hier schon am Wasser. Und wir können natürlich auch hier rumlaufen und dann zieht automatisch die Angel raus. Und wir haben oben rechts die Köderanzeige und hauen hier mal einfach ins Wasser rein, die Angel, und gucken, was passiert. So, jetzt haben wir rechts noch so eine Anzeige mit dem mit der Pose und sehen entweder rechts am Rand oder an der Pose im Wasser selber, wann etwas anbeißt. Und da sehen wir auch schon die ersten kleinen Zupfer. Und die Pose geht weg und da ziehen wir schon den ersten Fisch an Land. Den Pumpkin Seed haben wir hier am Start. Das ist schon mal gut. Gibt einen Erfahrungspunkte. Hier sehen wir 20 cm lang und 150 Gramm schwer. Wir behalten am Anfang natürlich erstmal alles, weil wir Kohle brauchen. Gucken wir mal, ob wir noch einen fangen können. Das ging jetzt sogar erstaunlich schnell. Aber bei den kleinen Fischen ist das vielleicht auch kein Wunder. Auf jeden Fall muss ich sagen, grafisch ist es schon mal nicht schlecht. Und da kommen die nächsten Zupfer. Das Wasser sieht schon echt nice aus. Und da haben wir den nächsten noch, ein Pumpkin Seed, 21 cm etwas größer. Ein Erfahrungspunkt wieder dazu. Und ich glaube, gerade als ich gefangen habe, hat ein Pumpkin Seed $1 gebracht. Also ist das nicht so die Megasumme, die wir hier rausziehen. Aber ich sage mal, die Masse macht's. Und wenn wir davon 100 fangen, dann sitzen wir jetzt was noch bis übermorgen. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich glaube, da waren schon wieder Zupfer. Jawohl. Aber man muss natürlich immer warten, bis die Pose auch wirklich abzieht. Ja. Ja, die zieht noch so ein bisschen hin und her. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Jawohl. Noch ein Pumpkin Seed. Der kleinste bis jetzt. Aber besser als nichts. Da unten links haben wir auch den Chat. Ich glaube, Private Friends und Club geht noch nicht. Ich wüsste zumindest nicht, wie ich hier den Mauszeiger hinbekomme und umschalte. Und in der Steuerung stand nichts dazu. Aber der All-Chat geht und man sieht, ich bin hier alleine. Also keiner hat zur Zeit am Wasser. Denn das Spiel hat so, ich sag mal, so einen halben Multiplayer. Zurzeit, ich weiß gar nicht, ob das in Planung ist, dass man hier die anderen sieht. Aber man kann zumindest mit den Leuten chatten, die in demselben Spot zurzeit angeln. Jetzt ist hier leider gerade keiner, deshalb können wir mit keinem chatten. Aber insofern ist es halbwegs Multiplayer, dass man auch die Catches von den Leuten dann sieht, die am selben Spot sind. So, wir haben hier noch ein Pumpkin Seed gefangen. Und da würde ich mal sagen, versuchen wir mir mal Brot als Köder. Gucken wir mal, ob das einen anderen Fisch ans Tageslicht befördert. Oder ob auch Pumpkin Seeds darauf abfahren. Bevor wir dann mal die Spinnangelei auspacken. Was ich selber noch nicht gemacht habe. Deshalb werden wir mal sehen, ob das überhaupt klappt. Ob wir da irgendwas fangen. Hier ist jetzt auch nicht irgendwie so das Mega-Hindernis im Wasser, wo ich irgendwie den Standplatz der Fische ahnen könnte. Denn Barsche verstecken sich ja doch gerne an Hindernissen. Und auf Brot bekommen wir auch ein Biss.
Und auch ein Pumpkin Seed. Also hat die Köderumstellung erstmal nichts gebracht. Man kann auch irgendwo hier die Rollengeschwindigkeit ändern, was vielleicht gleich interessant wäre. Falls ich etwas Dickeres dran habe. Und die Bremse, ich glaube, Bremse ist auf Plus und Minus. Ja, das müsste die Bremse sein unten rechts. Die Striche am Rand hier, die Balken. Und die der Pfeiler ist die Mausrad. Mausrad, okay, rückwärts, langsam einholen. Und schon einholen, da haben wir schon den nächsten Fisch dran. Noch ein Pumpkin Seed, 22 cm. Bis jetzt aber noch kein Trophy oder Unique Pumpkin Seed. Also gucken wir mal, ich werde mal einen hier noch versuchen zu fangen. Denn wenigstens fangen wir hiermit schon mal ein paar Fische. Man kann auch die Tiefe vom Köder einstellen. Also wenn man zu tief einstellt den Köder, dann liegt die Pose flach auf dem Wasser. Also kann es schon von Vorteil sein, dass man vorher mal auslotet. Und da zieht die Pose ab und wir ziehen ja den nächsten Pumpkin Seed aus dem Wasser. Und da würde ich sagen, wechseln wir mal hier die Angel. Und gucken, ob wir nicht hier mal so einen Barsch überlisten können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie man damit auswirft. Das war natürlich wieder super klug von mir. Aber ist mir egal. Ich werde hier einfach mal die Kante entlang angeln. So, wie wirft man denn? Ah, okay. Maustaste gedrückt halten und loslassen. Ja, anscheinend nicht. Das war wohl zu weit. Tackle hits the ground. Alles klar. Ich glaube, man kann auch noch zielen. Mit rechter Maustaste. Das versuche ich gleich mal. Aber jetzt sind wir rechts die Anzeige, dass der Köder da angekommen ist. Auf dem Boden. Und jetzt sehen wir ihn, wenn wir einholen, dass der Köder da auf und ab hüpft am Grund. Und da stand auch gerade dann straight slow. Je nachdem, wie man einholt. Aber warum der slow ist, weiß ich nicht. Ich habe hier. Ich kann noch schnell einholen. Aber da ist das Wasser. Da sieht man schon, dass das Wasser flacher wird. An dem Felsen da lang. Denn sobald ich den einhole, ist er direkt an der Oberfläche. Jetzt so hier an der Oberfläche hier oben. Nun gut. Da war schon mal kein Fisch. So, so, hier kann man nämlich auch mal so ziehen mit der rechten Maustaste. Und dann gucken wir mal, ob der auch dahin geht. Man kann auf jeden Fall alle möglichen Köderführungsvarianten machen, die man sich vorstellen kann. Man kann, glaube ich, irgendwie jiggen. Ich glaube auch, man kann irgendwie twitchen, aber ich weiß nicht, ob man das selber machen muss hier. Oder ob es da irgendwie eine Taste für gibt. Keine Ahnung. Ich will erstmal hier das Tempo wieder erhöhen. Aber bis jetzt kriegen wir keinen Biss. Muss natürlich auch erstmal die Stelle finden. Und ob der Köder so geil ist, weiß natürlich auch kein Mensch. Ja, und das Wasser wird schon wieder flacher. Denn wir sind schon wieder hier fast am Ufer. Man kann sogar manchmal Nachläufer sehen. Aber ich sehe hier nur grün. Und kein Fisch in der Nähe. Ich versuche mal die andere Richtung hier. Hier vielleicht an der Schilfkante hier lang. Wie weit kann ich hier ins Wasser gehen? Nein, nicht ganz so weit, aber schon mal ein bisschen. So, wenn ich jetzt hier mal versuche, an der Kante lang zu fischen. Vielleicht klappt das ja. Ich will eigentlich Stop and Go hinkriegen, aber irgendwie will es gerade nicht. Ist auf jeden Fall so erfolgreich wie im echten Leben.
kommt kein Biss. Aber ich denke mal, wir werden gleich einfach mal die Zeit vorspulen, denn wir haben jetzt noch 5 Uhr morgens. Und wenn wir das dann auf die Mittagszeit verlegen. Ja, ich glaube, da ist das Wasser zu flach für den Köder. Wir können mal das Tempo etwas verringern und einfach ein bisschen straight hier reinkurbeln. Auch wenn Barsche eigentlich, besonders die Schwarzbarsche, ziemlich aggressiv sind. Ich war mal in Spanien und habe da mal Schwarzbarsche geangelt. Die knallen schon ziemlich auf den Köder drauf. So, aber wir drücken erstmal T, dann können wir hier ein paar Stunden vorspulen. Ich habe gesagt 12, das heißt, ich spule mal so 7, 8, 7, ja, ich glaube 7 Stunden erstmal vor. Und gucken mal, ob wir dann hier nicht zur Mittagszeit einen Barsch überlisten können. Vielleicht von da, von der anderen Kante. So. Tempo ein bisschen erhöhen wieder hier. Und dann gucken wir mal, ob jetzt etwas beißt. Jetzt haben wir auch Stop and Go hinbekommen. Aber noch kein Biss. Wo wir 12 Uhr haben. Diese Spannung ist nicht auszuhalten. Aber vielleicht haben wir auch einfach den falschen Köder. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen rumprobieren, bis wir das raus haben, was wir da für Köder brauchen und was für eine Führung und was weiß ich. Der scheint es auf jeden Fall nicht zu sein. Zumindest nicht bei der Führung. Ich versuche nochmal schnell eine andere. Oder wir können auch mal den Spot wechseln. Wie kommen wir denn da nochmal hin auf die Map? So, gucken wir uns den hier oben nochmal an. Vielleicht ist das Wasser hier ein bisschen mehr mit Hindernissen voll. Na, da vorne ist so eine Schilfkante. Ja, versuchen wir die mal anzuwerfen. Und da lang zu fischen. Vielleicht haben wir da etwas mehr Glück. Auf jeden Fall muss ich ein bisschen Tempo machen beim Einholen, damit ich den vom Grund liften kann. Ja, wobei, da wird schon wieder flacher. Da können wir das Tempo etwas reduzieren. Jetzt hängt er da in der Luft fest, oder was? Strike timed out, ich hatte einen Biss. Was? Den habe ich nicht wahrgenommen. Aber jetzt. Jetzt haben wir ihn. Ah, was auch immer das. Geht meine Rolle gleich kaputt? Ist der Fisch zu groß? Sollte vielleicht mal hier meine Bremse etwas lockern. So, jetzt kann er nämlich Schnur nehmen. Und wir pullen mal hier ein bisschen. So, jetzt kriegen wir ihn auch hier. Ja, da springt er. Und gleich haben wir unseren ersten Barsch gefangen. Jawohl, einen langen Largemouth-Bass. Okay, wir machen den Mini-Baschik. Das macht natürlich Sinn, dass wir da einen kleinen fangen. Aber 14 Erfahrungspunkte und 30 cm, 0,4 Kilo. Die Fischtextur ist auch richtig schön. Also grafisch ist das schon nicht schlecht, das Spiel. Und wir behalten den natürlich, auch wenn der 0,4 Kilo wiegt. Und versuchen es natürlich... Oh, na gut, so wollte ich es jetzt nicht machen. Eigentlich wollte ich mit etwas gezielterem Wurf daran gehen. Aber gut, dann versuchen wir es so. Also, wir haben gesehen, wenn der Absinkphase stehen bleibt, dann sollten wir auf jeden Fall anschlagen. Denn das könnte ein Fisch sein, der daran nagt. So wie jetzt zum Beispiel.
Aber. Na, ist es jetzt einer oder ist es keiner? Nee. Ah, jetzt singt er auch wieder. Also die Bisserkennung ist echt nicht so easy jetzt beim Spinnfischen. Da muss ich mich vielleicht noch dran gewöhnen. So, aber jetzt sehen wir hier auch keinen Nachläufer vor die Füße. Ja, dann versuchen wir doch mal hier mit dem gezielten Wurf. Bisschen näher an die Kante ran. Und gucken, ob wir vielleicht noch einen erwischen können. Jetzt wieder ein bisschen über den Grund hüpfen lassen. Und dann auf den Biss hoffen. Da haben wir einen. Ja, schön den Anschlag gesetzt. Und jetzt werden wir den natürlich erstmal hier ausdrillen. Da springt er schon. Ich weiß nicht, ob das so dramatisch ist, wenn die Leine locker ist. In echt ist es natürlich zu unterlassen, wenn man den Fisch sicher landen will. Denn da steigen die gerne mal aus. Ich glaube auch, das Pumpen ist bei den kleinen Fischen hier nicht wirklich notwendig. Wobei jetzt natürlich hier, ich könnte natürlich auch die Bremse ein bisschen weiter zumachen, glaube ich. Für die kleinen Fische. Und da springt er nochmal kurz raus. Wir pumpen nochmal ran und haben noch einen jungen Largemouth Bass gefangen. Nochmal 14 XP und Level Up müssten wir dadurch haben, oder? Oder fast? Jawohl, Level Up. Und ich würde sagen, das ist auch schon ein guter Schluss für die erste Folge. Ich hoffe, das Spiel wird euch genauso gefallen wie mir. Mich hat es richtig angefixt. Und ich werde das Spiel jetzt suchten bis zum Abwinken. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kriege ich in der nächsten Folge mal ein paar größere Fische hier raus. Catfish, Hecht, was weiß ich. Erstmal ein bisschen hocharbeiten und reinarbeiten, vor allen Dingen in das Spiel. Und da würde ich sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir werden ein paar schöne Stunden am Wasser haben. Und hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal mit von der Partie. Und bis dahin, macht's gut und haut rein.